haben hier ganz viele Fotos von den Ehrenmalen bei uns aus den einzelnen Ortsteilen, die von den Schülerinnen und Schülern gestaltet wurden. Diese Kriegerdenkmale sind uns fremd geworden. Sie führen ein Nischendasein in Laatzen, nicht allen bekannt. Und dennoch haben sie uns heute mehr denn je etwas zu sagen. Weshalb wir Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Schule in Laatzen in unserem Seminarfach Erinnern statt Vergessen mit diesem Denkmal auseinandergesetzt haben. Krieg galt im 19. Jahrhundert, um es mit dem bekannten Slogan von Clausewitz zu sagen, als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Jedes dieser Denkmäler spricht die Sprache seiner eigenen Zeit und ermöglicht uns so einen Einblick in die jeweilige Sichtweise des Soldatentums. Über Krieg brauchen wir nicht belehrt zu werden. Wir sehen täglich die Bilder der Zerstörung und des Todes in Echtzeit auf unseren Displays, nur 2 Flugstunden von hier in der Ukraine. Und wenn die Bilder des Krieges in unsere Wohnzimmer übertragen werden, dann werden wir unwillkürlich auch mit unserer eigenen kriegerischen Vergangenheit konfrontiert. Diese Kriegerdenkmale müssen wir deswegen als Aufforderung sehen, den tieferen Zusammenhang und die Ursachen der Entstehung von Gewalt, Krieg, Feindseligkeit und Völkerhass darüber zu reflektieren. Das ist eigentlich gesehen wortwörtlich die Funktion eines Denkmals. Erinnern muss immer auch das Heute und das Morgen anschließen und muss uns anhalten, unseren eigenen demokratischen Standort zu stärken. Und deshalb darf das Gedenken auch nicht zu einer Pflichtübung verkommen. Es ist eine stetige Ermahnung von uns. Es gibt nichts, was der Krieg zum Guten verändert hat. Die letzten Zeitzeugen verschwinden. Und mit ihnen auch allmählich die Erinnerungen, die dafür sorgten, dass diese Denkmäler ihre Aufmerksamkeit bekamen. Doch diese Denkmäler, die meist nur noch von Weitem beim Besuch auf dem Friedhof oder der Kirche nebenbei gemustert werden, erzählen uns eine wichtige Geschichte. Den Jugendlichen waren diese Orte bisher nicht bekannt. So wie vielen Bürgerinnen und Bürgern Laatzens eben auch. Dieser Eindruck verstärkte sich im Laufe der Projektarbeit. Befragungen im persönlichen Umfeld der Jugendlichen bestätigten das langsame Verschwinden aus dem Bewusstsein. Im ersten Teil ging es darum, eine Dokumentation der Kriegerdenkmale in Fotografie und Text zu erstellen. Und dokumentieren heißt genau hinsehen. Diese Ausstellung schafft eine Grundlage für ein Nachdenken über zeitgemäße Formen des Gedenkens. Auf der Rückseite des alten Ehrenmals in Alt-Laatzen entsteht ein neuer Gedenkort, der alle Opfer der Kriege einschließt. Diese Ausstellung soll sie wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Sie soll anregen, über neue Formen einer lebendigen Erinnerungskultur nachzudenken. Die Aktualität der mörderischen Kriegsereignisse führen uns diese Notwendigkeit deutlich vor Augen. Und es ist immer schön zu sehen, dass diese Bundesinitiative Demokratie Leben für uns seit 2015 so viele tolle Vorhaben gestaltet und wir immer wieder die Möglichkeit haben, mit den finanziellen Hilfen und den Förderungen, die wir da erfahren, solche Projekte umzusetzen. Die Projekte über Demokratie Leben, wir haben ja schon mehrere Projekte darüber gemacht, finden immer ganz viel Anklang. Ich finde es immer wieder schön, wenn eben Seminarfächer dann eben auch wirklich eben dann euch anregen, auch eben in der Nähe, in der Umgebung eben zu schauen, was gibt es da. Also auch wenn man bei den Ehrenmälern guckt oder auch bei den vorangegangenen Projekten wie Tatorte oder auch eben die Gedenkstätte in Helmstedt oder auch die künstlerischen Projekte, die wir auch schon gemacht haben.